Was ist die Rena? Refa. Was ist die Re-R hier? Refa? Fragezeichen. Tückische Frage. Ja, hier haben wir wieder das Hilfsverb. Wir können sagen, das ist eine Institution oder Organisation. Refa steht eigentlich oder hieß ursprünglich mal Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung. Ja, da wahrscheinlich das RE für Reich. Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung. Und Sie sehen, diese Organisation ist schon ziemlich alt, bezieht sich also auf das Deutsche Reich. Heute nennen die sich Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation. Also, eine REFA ist eine oder vielleicht sogar die älteste Organisation, die sich mit diesen Themen hier beschäftigt. Arbeitsstudien und Betriebsorganisation. Gedanklich verbindet man den REFA-Mann immer mit der Stoppuhr. Ja, weil ursprünglich war es mehr der Bereich Arbeitsstudien. Da hat man also genau gemessen, wie lange braucht ein Arbeiter, um einen Teil hochzuheben, zu drehen, in Position zu bringen und so weiter und so weiter. Und da war das Bild die Stoppuhr. Also, die REFA ist eine Institution oder ist ein Verband, der älteste Verband wohl in Deutschland, der sich mit Arbeitsstudien und Betriebsorganisationen beschäftigt. Ja, die machen sehr viele Messungen, ja, Stoppuhr, Messungen mit der Stoppuhr und sind daher, diese Messungen wiederum sind dann gewesen Grundlage für viele Rationalisierungen. Meine persönliche Vermutung ist, dass die REFA entstanden ist daraus, dass sich jemand mit der Arbeit von Sir Frederick Taylor beschäftigt hat. Das ist mein persönlicher Verdacht, aber das weiß ich nicht so ganz genau. Ich kann es vor allem auch nicht beweisen. Ja, also Grundlage für viele Rationalisierungen, Arbeitszerlegungen in verschiedene Bewegungsabläufe, das, was Taylor ziemlich fanatisch betrieben hat, das hat hier in Deutschland die REFA diesen Gedanken übernommen, so zumindest meine Vermutung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.